B1.6, der Punkt P mit P-Element EF, kennzeichnet die Lage des Abflusses der Dusche. Dabei hat P die minimale Entfernung zum Punkt D. Zeichnen Sie die Strecke EF und den Punkt P in die Zeichnung zur B1.2 ein und bestimmen Sie sodann durch Rechnung die Länge der Strecke PD. So, noch eine letzte Zeichenaufgabe. Zeichnen Sie die Strecke EF und den Punkt P in die Zeichnung ein. Also die Strecke EF sollte kein Problem sein. Ich nehme jetzt mal noch eine andere Farbe, damit man das in diesen ganzen Zeichnungen überhaupt sehen kann. So, hier haben wir die Strecke EF und jetzt brauchen wir den Punkt P. Den dürfen wir nicht irgendwie einzeichnen, sondern hier heißt der Punkt P kennzeichnet die Lage des Abflusses. Dabei hat P die minimale Entfernung zum Punkt D. Das Minimal ist wichtig, weil minimale Entfernung heißt, dass wir den Abstand einzeichnen sollen und der Abstand steht immer senkrecht zu der zugrunde liegenden Strecke. Das ist also hier dieser Abstand und damit bekommen wir auch hier unseren Punkt P raus. Ja, ich beschreibe jetzt einfach mal drüber oder vielleicht hier oben rein. So, hier liegt der Punkt P. Ja, also minimale Entfernung heißt Abstand messen und Abstand wird immer senkrecht gemessen. Weiter heißt es, bestimmen Sie sodann durch Rechnung die Länge der Strecke PD, also dieses Teilstück hier soll bestimmt werden. Dafür gehen wir jetzt wieder in das Dreieck und überlegen, in welchem Dreieck liegt denn diese Strecke PD und was kann man damit berechnen. Diese PD liegt zum Beispiel in dem Dreieck EPD. Wir sehen sofort, es ist ein rechtwinkliges Dreieck. Damit gelten Sinus, Cosinus und Tangens. Und die finden wir auf Seite 39 in der Formelsammlung. Und müssen jetzt überlegen, welche dieser Sätze funktionieren. Sinussatz und Cosinussatz könnten auch funktionieren, aber im rechtwinkligen Dreieck sind Sinus, Cosinus und Tangens meistens schneller. Wir kennen einerseits hier diese Seite ED mit 1,69 cm. Wir kennen hier diesen rechten Winkel, also ist ED die Hypotenuse. Und was wir noch kennen, verbirgt sich hier dahinter, nämlich dieser Winkel. Das Dreieck EFD ist ja ein gleichschenkliges Dreieck, weil die Strecke ED genau gleich lang ist wie die Strecke EDF. Damit halbiert diese Strecke DP genau diesen Winkel. Also dieser Teil vom Winkel ist genau gleich groß wie der da. Damit kennen wir einen Winkel, wir kennen eine Seite und müssen jetzt überlegen, wie passt das zusammen, um die Seite oder Strecke PD zu berechnen. Wenn das der Winkel ist und das ist die Hypotenuse, diese Seite ist gesucht, die liegt am Winkel an, ist also die Ankathete. Also müssen wir nachschauen, welcher dieser drei Sätze funktioniert mit der Ankathete und mit der Hypotenuse. Und dann fällt sofort auf, das ist der Cosinus, der dann heißt, ja, also wir wollen die Strecke PD berechnen, haben jetzt gerade gesehen, mit Ankathete und Hypotenuse brauchen wir den Cosinus. Cosinus vom Winkel EDP ist gleich und aufstellen muss man es mit Ankathete geteilt durch die Hypotenuse. Die Ankathete ist die gesuchte Strecke DP oder PD, wie sie oben heißt, und die Hypotenuse ist die Strecke ED. So, der Winkel EDP ist ja nichts anderes als der Winkel EDF geteilt durch 2. Rechnen wir den noch schnell aus. Der EDF, der hatte ja die Größe von, wir haben es oben berechnet, 126,42 geteilt durch 2 und das gibt dann eine Größe von 63,21 Grad. Da schreibe ich drunter, da habe ich mehr Platz. Ist gleich 63,21 Grad. So, setzen wir die bekannten Größen dann alle hier in den Cosinus ein. Cosinus von 63,21 Grad ist gleich die gesuchte Strecke PD geteilt durch die ED. ED ist auch bekannt mit 1,69. So, das können wir jetzt entweder in den Solver eingeben oder wir fahren per Hand um. Wir wollen nach PD auflösen,
Also multiplizieren wir mit dem Nenner hier unten mal 1,69. Und dann folgt daraus 1,69 mal Cosinus des Winkels 63,21 ist gleich die Strecke PD. Dann tippen wir die linke Seite in den Taschenrechner ein, drücken auf ist gleich und dann erhalten wir für PD eine Länge von 0,76 Metern. Und das war schon die ganze Aufgabe.